Wie kann man mit einem Bleistift fotografieren? Und vor allem die Frage, für was ist das gut und was soll ich überhaupt fotografieren? Guten Morgen! Heute möchte ich mit euch einen Tipp teilen, den ich seit schätzungsweise 1,5 Monaten befolge. Und zwar geht es darum, dass ich mir ein kleines Tagebuch angefertigt habe. Und zwar nicht darum, dass es um meine Emotionen und meine Gefühle geht, sondern es geht darum, dass ich mein Essen und vor allem all die kleinen Zusatzstoffe, mit denen ich dann doch immer noch experimentiere, aufschreibe. Dazu zählen halt ja, zum Beispiel die Vitalpilze, die ich seit ungefähr ja, auch 4 Wochen intensiv benutze. Dazu zählen irgendwelche Pulverchen oder irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, die wir ja fast alle dem, sag mal Vitamin D, Vitamin B12, Vitamin K2, das werden sicherlich die meisten von euch nehmen. Aber die Frage ist, macht es denn Sinn? Und um das zu beantworten, kann man natürlich immer mal einen Bluttest machen, insbesondere bei Vitamin D und Vitamin B12 kann das Sinn machen, aber oft will man gar nicht so lange warten und überlegt sich, lohnt diese Investition zum Beispiel in Ginseng oder in sibirischen Ginseng oder was habe ich jetzt noch? Acai-Pulver und ist alles sinnvoll. Und da kommt nämlich dazu, dass wir hier ein Tagebuch führen. Und in diesem Tagebuch entsteht Wissen. Und das ist eben dann nicht mehr selektiv, weil wenn wir in irgendeiner Weise an unsere Vergangenheit denken, dann haben wir nur noch eine bestimmte, ich sag mal, relativ enge Sicht auf die Dinge. Gerade das, was wir auch emotional in uns abgespeichert haben. Wir haben nämlich keinen Zugang mehr zu dem realen Wissen des Tages. Und so ein Tagebuch, da schreibt man ganz genau auf, in dem Moment, und da kommen wir jetzt dazu, was habe ich gegessen? Also, das Essen an sich wird aufgeschrieben. Und natürlich eben auch die Zusätze, die man hat. Also bei mir in dem Fall sind das jetzt zum Beispiel ja, Vitalpilze. Ja, welche Vitalpilze habe ich gegessen? Oder welche Pulver habe ich in meinem Tee oder in meinem Smoothie getrunken? All diese Dinge, eventuell auch Nüsse oder alles, was ihr zu dem, was ihr normal esst, dazu tut, schreibt ihr in so ein Ernährungstagebuch hinein. Und dazu schreibt ihr nicht nur, was ihr gegessen habt, sondern auch, ob ihr euch gut gefühlt habt, ob ihr euch nicht so gut gefühlt habt oder was auch immer an Emotionen herausgekommen ist, zum Beispiel Konzentration. Das ist bei mir ein Fakt, den ich immer wieder aufschreibe, wenn ich nach einem Mahl, so 1-2 Stunden danach, eine erhöhte Konzentration gespürt habe oder wenn ich mich besonders glücklich gefühlt habe oder besonders traurig oder ich bin krank geworden. All diese Dinge werden hier reingeschrieben. Also nicht nur was ich esse, sondern auch wie ich mich danach gefühlt habe oder wie ich mich im Laufe des Tages fühle. Und um das auch dann eventuell zuordnen zu können, ist es ganz auch wichtig, dass man dann immer unten drunter schreibt, zu welcher Uhrzeit ich was gegessen habe. Ich habe 14 Uhr einen Smoothie getrunken mit den und den Inhaltsstoffen. Dann und dann habe ich mich gut gefühlt. Und das schreibt man an dem Tag auf. Und dann kann man, wenn man in 2,5 Jahren da wieder drauf zugreift, kann man genau sehen, an dem Tag habe ich mich so und so gefühlt. Wenn wir jetzt 2,5 Jahre zurückschauen und sagen, wie hatte ich mich denn an dem Donnerstag gefühlt, dann habe ich A, wahrscheinlich überhaupt keine Erinnerung mehr, was an dem Donnerstag vor 2,5 Jahren gewesen ist und wenn ich mich an diesen Donnerstag erinnere, weil ich mich da besonders gut gefühlt habe, dann habe ich nur ein paar Informationen, nämlich, oh das war ein Donnerstag, wo ich mich gut gefühlt habe, aber dass ich vielleicht an dem Donnerstag abends, und da kommen wir zu dem, was auch dazu gehört, Durchfall gehabt habe, das daran erinnere ich mich dann nicht mehr. Ich erinnere mich nur, es war ein richtig geiler Tag, ich habe mich total gefreut, ja abends Durchfall, unser selektives Gehirn bringt das überhaupt nicht mehr vor. Und das mache ich seit geraumer Zeit, ich schreibe ein Ernährungstagebuch. Denn der positive Aspekt ist nicht nur, dass ich genau rekapitulieren kann, was nehme ich, wie fühle ich mich dann, sondern auch, dass ich dadurch Geld spare. Ich spare durch diese Sache, spare ich Geld, weil ich genau weiß, dieses Pulver ist absolut nutzlos, dieses Pulver bringt mir etwas oder dieses Pulver ja, müsste ich vielleicht länger nehmen, um dann per Bluttest irgendwelche Ergebnisse zu verifizieren oder die Theorie, die dahinter steht, eben ja, zu bestätigen oder zu falsifizieren. Das heißt, ich spare dadurch Geld, dass ich mir aufschreibe, welches Pulver, welche Pilze, welche Nahrung bringt mir etwas.
Umso spezieller ihr das betreibt, umso genauer und akribischer ihr Tagebuch führt, umso eher und umso schneller könnt ihr Rückschlüsse schließen. Es ist natürlich nicht immer so ganz einfach, sonst wüssten wir alle heutzutage schon, was die optimale Ernährung ist, sondern man muss immer wieder, wenn man zum Beispiel sich gut fühlt bei einer Kombination von Pulvern oder bei einem bestimmten Mahl, dann muss man das immer wieder reproduzieren und das Ergebnis muss auch immer wieder in dieselbe Richtung gehen. Erst dann kann man eine Theorie entwickeln, zum Beispiel das tut mir gut, das hilft meiner Konzentration, das hilft gegen Durchfall, das ist für Durchfall, was auch immer. Erst wenn man das mehrmals getan hat und das macht tatsächlich Sinn. Das macht tatsächlich Sinn, an seinem eigenen Körper eine kleine Studie durchzuführen. Und ich möchte euch dazu animieren, eben genau das zu tun. Weil es bringt nichts, wenn ihr von jemandem, der einen ganz anderen Stoffwechsel hat, der eine ganz andere Grundkonstitution hat, wenn derjenige euch eine Empfehlung gibt. Und ein anderer gibt euch eine ganz andere Empfehlung aufgrund seiner Konstitution und eventueller Krankheiten, die noch nicht mal bekannt sein müssen. Gerade bei Stoffwechselkrankheiten, die sind oftmals noch gar nicht entdeckt und dann könnt ihr für euch forschen und das ist das Entscheidende. Forscht für euch und vor allem spart Geld, weil wenn ihr alles kauft, was irgendwie gesund ist und was euch nach vorne bringt, dann werdet ihr relativ schnell sehr viel Geld ausgeben und ihr könnt mit diesem System wirklich das extrahieren, was ihr dauerhaft auch investieren wollt, weil einige Sachen sind sehr sehr teuer. Zum Beispiel Ginseng ist sehr sehr teuer, echter Ginseng und ja und deswegen könnt ihr dann, wenn ihr dann wirklich viel Geld für etwas ausgibt, weil euch das gut tut, dann könnt ihr auf der sicheren Seite sein. Bei mir derzeit, ich mache da sicherlich auch immer mal ein Video, ist derzeit das einzige Pulver, was einen richtig guten Effekt hat und was ich für mich persönlich entdeckt habe, und das schon seit Jahren, ist das Guarana Pulver und jetzt experimentiere ich mit sehr vielen anderen, unter anderem mit den Vitalpilzen Reishi, Cordyceps und dem Shiitake Pilz, die viele auch aus der Küche kennen. Aber darum geht's nicht, heute geht's darum, genauso Ernährungstagebuch führen, akribisch, ihr habt keine selektive Wahrnehmung, ihr könnt ganz genau sehen, wie oft habe ich mich gut gefühlt, wie oft habe ich mich schlecht gefühlt. Ihr könnt das mit Pen and Paper machen, also mit Zettel und Stift, oder ihr macht das wie ich einfach in einer Excel-Tabelle und könnt dann natürlich auch Diagramme entwickeln, wann, wie habe ich mich gut gefühlt, über welche Zeit, was habe ich in der Zeit gegessen. Das ist so ein unermesslicher Schatz, den ihr euch, ein Wissenspool, den ihr euch schaffen könnt, dass ihr darauf nicht verzichten solltet. Und das ist meine Inspiration für euch heute und am besten direkt ransetzen an den Rechner, das Buch zücken und anfangen, was habt ihr heute gegessen, wie fühlt ihr euch und das so lange machen, wie es euch ja, möglich ist. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wir sehen uns morgen wieder, euer Christian. Tschüss. Ja, wie kann man denn nun mit einem Bleistift fotografieren? Die Auflösung ist eben natürlich ein Tagebuchschreiben, daher kommt das Zitat, ein Tagebuchschreiben ist fotografieren mit einem Bleistift. Das nur noch zur Auflösung, habe ich ganz im Video vergessen, tut mir leid.